Hey, hallo YouTube-Welt, Twitch-Freunde, meine Läuse, grüßt euch. Ja, sind wir wieder. So, wie schon angekündigt, wir haben eigentlich alle Infos. Ich mache kurz die Kamera. Ja. Alle Infos der von Jahr des Phönix abgehakt, also alle standardmäßigen oder alle allgemeinen Sachen, die so im Jahr des Phönix kommen, haben wir eigentlich durchgesprochen in den letzten Videos. Das heißt, wir können uns jetzt langsam wirklich der Erweiterung, ja, der Outlands widmen. Und es ist halt auch ein bisschen schwierig, weil von jeder Klasse halt nur so Stückwerk, also jede Klasse hat so zwei, drei Karten, die bekannt sind, einige Klassen sogar nur eine Karte. Es ist also schwierig, sich da jetzt irgendwie festzulegen, was mache ich jetzt, wo spreche ich die Karten durch, ohne dass man durcheinander kommt oder ohne dass es ein Wirrwarr ist. Dafür wäre es halt ganz schön, wenn alle Karten quasi bekannt wären. Dann könnte man eine Klasse nach der anderen durchgehen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich suche mir jetzt als erstes mal eine bestimmte Art von Karte aus, eine bestimmte Art, die neu ist, nämlich die Primes. Ja, quasi die Brüder von Mr. Optimus Prime. Diener, die erstmal recht schwach oder schwach on Mana anfangen, also 2, 3, 4er Drops. Die alle einen Death Rattle haben und die dann, wenn sie sterben, wieder ins Deck gehen, wieder neu gezogen werden müssen und dann einen wesentlich stärkeren Effekt haben für höhere Mana-Kosten. Ja, also diese ganzen Diener heißen alle Prime, also die hohe Stufe heißt dann alle mit Prime. Das ist quasi eine neue Art von Diener. Das gab es schon mal. Wir erinnern uns an den Legendary Diener vom Schamanen. Der war 5-5. Der kostete 5 Mana, 5-5er Stats und Taunt. Und dann, wenn er gestorben ist, ist er ins Deck gemischt worden. Dann hast du ihn neu gezogen und dann war es ein 5 Mana, 10-10er mit Taunt. Also, wenn du ihn dann nochmal gezogen hast, kostete er 5 Mana für 10-10er Stats mit Taunt. Genau, und das konnte man dann mit Enzos kombinieren. Also, das gab es schon mal. Es gab Elise, die man gespielt hat und als Kampfschrei eine Karte ins Deck gemischt hat und man musste dann die Karte ziehen, um dann was Starkes zu haben. Also sowas Ähnliches gab es schon mal. Und wie gesagt, und genau diesen Schaman-Diener gab es halt im Endeffekt also von der Art her. Nur damals hieß es halt nicht Prime. Jetzt kriegt jede Klasse einen Prime-Diener, den man ins Deck mischen kann. Und von 6 Klassen sind bisher die Prime-Diener bekannt und diese 6 Diener sprechen wir jetzt einmal durch. Ich muss sagen, ich finde das sehr cool. Das ist also die neue Mechanik oder die neue Art von Diener, die mir eigentlich am besten bisher gefällt, weil das sind alles ziemlich coole Diener, die sich sehr spaßig anhören. Ja, wir fangen an mit dem Druiden. Der Druide hat Arkspor Mischfin, keine Ahnung, schwer auszusprechen. Ja, und der ist ein 3-Mana, 3-4er Taunt. Also 3 Mana, 3, 4er Taunt. Das ist stat-technisch gesehen völlig okay. 3 Mana, 3, 4 sind gute Stats. Das ist eigentlich so die besten Stats für einen guten oder normalen Effekt, die es so gibt. Insofern das schon mal völlig okay. Und dann noch Taunt. Also wenn man gegen Aggro-Deck spielt oder so, Taunt schadet nie. Also auch das ist ja positiv. Insofern völlig okay. Wie hat den Death Rattle brauchen wir nicht groß besprechen, weil der Death Rattle ist halt immer... Shuffle, also wenn er stirbt, shuffle ihn wieder ins Deck. Das ist immer der Death Rattle bei jedem Diener, den wir jetzt hier besprechen. Insofern brauchen wir darauf nicht groß eingehen. Also, das ist völlig okay. So, stirbt er jetzt, geht er wieder ins Deck. Und wenn man ihn dann nochmal zieht, dann ist das hier quasi die overpowerte Superversion. Ein 10-Mana 9-9er mit Taunt. Also auch schon mal ganz gut, hat auf jeden Fall Taunt. Und dann choose one, summon a 9-9 Fungal Giant with Taunt or Rush. Also du kriegst einen 9-9er Giant, der entweder Taunt hat oder halt Rush. Also im Endeffekt, für 10 Mana spielt man 2 9-9er, wovon einer Taunt hat und der andere entweder auch Taunt oder halt Rush. Ich würde sagen, das ist eine gute Karte. Also für 10 Mana spawnt man 18-18 an Stats, die dann auch noch Taunt bzw. Rush haben. Oder wenn man die Quest spielt, also wenn man Quest-Druide spielt, bekommt man ja einen 9-9er Giant mit Taunt und Rush. Also dann bekommt man zwei 9-9er mit Taunt und einer von denen hat sogar noch Rush, wenn man es mit der Quest noch spielt. Also mit Quest ist noch ein bisschen besser. Und man muss ja gerade sagen,
der Questdruide hat ja auch super viel Card Draw. Also die Chance, dass der Questdruide die erste Form zieht, der stirbt und man dann die zweite Form zieht, ist beim Questdruiden sehr, sehr hoch, weil der Questdruide an sich ja super viel Card Draw und Circle spielt, um schnell durch sein Deck zu kommen. Das ist jetzt ja, also zumindest ist das jetzt der Fall und insofern würde jetzt die Karte super in den Questdruiden passen, weil er einfach sehr viele Karten zieht. Das heißt, es würde schnell passieren und man hätte diese super starke Karte relativ schnell zur Hand. Ja. Ja, ist recht um. Also ich sag mal, die Druidenkarte ist recht simpel. Einfach nur Stats, einfach nur Taunt, einfach nur Rush. Aber super starke Stats für das, Entschuldigung, für das, was es gibt. Insofern, ja. Ich denke, die Karte ist super solide und denke ich, werden wir mit Sicherheit gespielt sehen. Ist jetzt auch nicht unbedingt, würde ich sagen, total aufregend. Also, ich sage nicht, dass die. Also, es gibt mittlerweile einige Wege, starke Diener zu töten. Und 10-Mana-Karten sind auch immer so ein bisschen gefährlich. Ne? 10-Mana muss man erstmal spielen können. Der ganze Turn ist hin. Andererseits haben die Karten ja Taunt und, oder beziehungsweise Rush. Also, sie machen auch direkt was. Beziehungsweise beschützen dich. Insofern ist das gleich, dass dann das Ganze wieder ein bisschen aus und ja. Ich mache mal gerade die Tour damit zu. Ich weiß, sowas ist wahrscheinlich super unprofessionell, aber da, so ist mein Stream ja auch. Insofern, ich glaube, das halt dann ein bisschen weniger. Warte. Moment. So, dann kommen wir uns vielleicht. Hört sich sonst so ein bisschen an wie in der Höhle, glaube ich. Ich glaube, es ist jetzt besser, wenn die Tür zu ist. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu schlimm in den ersten Minuten gewesen. Ja, kommen wir zum Hunter. Zixor, ein 3-Mana 2-4er mit Rush. Also quasi wie die Druidenkarte: ein 3-Mana, ein Angriff weniger, aber dafür Rush. Also der hat keinen Taunt, sondern Rush und dafür einen Angriff weniger. Ich würde sagen, Rush kann man höher werten als Taunt. So allgemein würde ich behaupten. Weil mit Rush kann man halt direkt was machen. Den Taunt spielst du. Du kannst nichts machen. Er beschützt dich. Aber der Gegner ist quasi der aktive Part. Und mit Rush ist man selber der aktive Part. Insofern würde ich sagen, geht der eine Angriff weniger. Auf jeden Fall klar. Und also insofern 3-Mana, 2-4er Stats mit Rush ist auch okay. Also man macht sich nicht, man macht, packt sich auf jeden Fall keine super schlechte Karte ins Deck. So, wenn diese Karte dann stirbt, mischt man sie sich ins Deck rein und man zieht Zixor Prime. Übrigens, Leute, sehr coole Artworks. Also eben auch schon, die Prime-Diener sehen alle verdammt cool aus. Das alleine schon, ich meine, guckt euch das Ding an, das ist eine Echse mit irgendwie Metallarmen und irgendwelchen Laserstrahlen oben auf dem Kopf, also super cool. Ja, ein 8-Mana 4-4er. Mit dem Kampfschrei Summon three copies of this man. Das heißt, du spielst diesen Diener und du spielst den viermal. Also du kriegst viermal vier Vierer mit Rush. Das heißt, du kriegst 16 16er Stats mit Rush. Ich denke mal, wir brauchen nicht darüber reden, dass das unendlich stark ist. Super flexibel, also du hast eine Karte, die mit du hast 16, 16er Stats, die direkt Impact aufs Board haben und direkt Value traden können oder starke Diener wegtraden und ein oder zwei überleben. Also super, super gute Stats für 8 Mana. Flexibel, direkt was machen. Also ja, die Karte ist super stark. Gar keine Frage. Wird auf jeden Fall gespielt. Also wenn diese Prime Diener gespielt, der Punkt ist bei den Prime Dienern, die man vielleicht mal, also der Nachteil ist halt, du musst die kleine Version ziehen. Die kleine Version muss sterben. Wenn sie gesilenced wird oder wenn sie gehext wird, dann klappt das nicht. Ne? Also, und dann muss sie sterben. Dann wird sie ins Deck gemischt und dann muss man den Diener ziehen. Also um diese Super-Version zu bekommen, diese Prime-Version, muss schon ein bisschen was passieren. Und dass das sehr, sehr früh passiert, dafür muss man schon ziemlich viel Glück haben. Insofern, das ist natürlich der Nachteil. Ne? Muss man immer sagen. Aber sollte das okay sein und sollte man damit leben können, ist das eine unglaublich gute Karte. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Gar keine Frage. Und jetzt ist noch der Punkt, wenn man sie buffen würde. Also wenn man es hinkriegt, diese Karte zu buffen auf der Hand. Ich glaube, das ist im Moment, glaube ich, beim Hunter nicht wirklich möglich oder passiert nicht so richtig, meine ich, auf der Hand, die Hand buffen. Aber wenn man ihn buffen würde auf der Hand und man spielt ihn dann von der Hand,
Ja, dann würde man natürlich noch stärkere Kopien bekommen, die dann noch, also dann würde man, du spielst den als 6-6er, dann kriegst du vier, dann kriegst du drei 6-6er Kopien. Du spielst ihn als 8-8er, dann kriegst du 4-8-8er aufs Feld. Also wenn du ihn buffen kannst auf der Hand, ist noch, aber ich glaube, das kann ein Hunter nicht wirklich. Aber sollte das mal irgendwie kommen oder möglich sein, ich meine, theoretisch mit Smaris ist es im Moment möglich. Ja, dann wird es halt noch mehr. Aber wie gesagt, alleine so schon mit 4-4 auch schon super starke Karte. Ja, super starke, super cool aussehende Karte. Bin gespannt. So, kommen wir zur nächsten Klasse, der Magier. Astromancer Solarian, eine 2-Mana, 3-2er-Karte mit einem Spell-Damage. Ja, ist auch okay. Ich meine, klar, das ist jetzt nicht. Im Endeffekt ist es ein. Es ist dieser komische Kobold mit einem Angriff mehr. Es gibt ja einen Kobold mit einem Spell-Damage für 2 Mana. Den spielt auch keine Sau. Der Typ hat einen Angriff mehr und hat Spell-Damage. Also ich glaube, so würde man ihn nicht spielen. Also es ist quasi Blood Mage Talnos mit ein bisschen mehr Stats, aber dafür ohne Card Draw. Und dann würde man sofort Blood Mage Talnos spielen, denke ich, bevor man den hier spielt. Aber es geht ja auch nicht nur um die erste Form. Das ist, also die darf halt nicht zu schlecht sein. Aber ich meine, es ist ein 2-Mana, 3-2er mit Spell Damage. Das ist okay. Auf gar keinen Fall. Der Spell Damage kann helfen. 3-2er Stats sind für 2 Mana okay. Kann man immer on Curve tempomäßig spielen. Und ist zumindest auch, ist es halt ein günstiger. 2-Mana-Drops sind nie schlecht, denke ich, wenn man early was machen kann, also früh was machen kann. Ja. So, er stirbt, er wird ins Deck gemischt und was kommt dabei raus? Solarian Prime. Auch ein Spell Damage. 7 Mana, 7, 7er Stats, das ist völlig okay. Und Battlecry, cast 5 random Mage Spells. Targets enemies if possible. Das ist echt wow. Ich meine, das ist quasi Yogg-Saron oder Yogg-Sarons Puzzlebox. Nur mit Mage Spells und du triffst den Gegner, wenn es möglich ist. Das heißt, spielst du diese Karte auf ein leeres Feld und du spielst einen Feuerball, du spielst einen Pyro, dann wird dieser Feuerball das gegnerische Face treffen, dann wird der Pyro das gegnerische Face treffen und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt es im Endeffekt. Also, diese Karte ist wirklich schwer einzuschätzen und ich kann mir, also, und ich bin, kann, trau mir auch nicht zu sagen, wie gut oder wie schlecht diese Karte ist, aber. Die Puzzlebox wurde gespielt oder wird gespielt, obwohl sie 10 Spells völlig random spielt. Ja, 10 Spells völlig random und trotzdem wird sie gespielt. Yogg-Saron wurde gespielt, bevor er genervt wurde, obwohl er völlig random die Spells spielt, weil die meisten Spells halt positiv sind. Und dieser Typ spielt nur Mage-Spells und ich behaupte mal, dass Magier-Spells im Vergleich zu den meisten anderen Spells eher besser sind. Ja, er spielt nur Mage-Spells. Hat dann ja noch einen Spell-Damage, der auch noch wirkt. Und sie treffen vorzugsweise den Gegner. Also jeder Pyro, jeder Feuerball, jeder Frostbolt, jeder Spell trifft den Gegner. Wenn es möglich ist. Und das meistens ist es ja möglich, weil das Face ist ja da. Also da steht ja nicht Minions, da steht Enemies. Das heißt, das Face des Gegners zählt auch. Also wenn das Board leer ist, triffst du das Face. Ich würde behaupten, die Karte ist super gut. Wie gesagt, die Stats sind völlig okay, er hat ein Spell-Damage und es ist wesentlich weniger RNG oder schlechtes RNG noch drin als in der Puzzlebox oder in Yogg-Saron, weil du eigentlich eher den Gegner triffst. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass diese Karte ziemlich krasse Sachen macht. Und jetzt muss man einfach mal die Mage-Spells durchgehen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, das müsste man dann einfach mal machen. Man guckt sich jeden Mage-Spell an und okay, ist der gut für mich? Also was ist, wenn er den castet, ist das gut? Wenn er den castet, ist das gut? Aber es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es sind Secrets. Secrets sind völlig okay. Secrets sind gut für einen. Es ist Card Draw. Wenn man jetzt die Hand nicht voll hat, ist Card Draw gut. Und dann gibt es noch aggressive Spells. Die treffen ja alle den Gegner. Und dann gibt es noch AoEs. Die treffen sowieso den Gegner. Insofern, ich halte das für verdammt stark. Ich glaube. Wie gesagt, ich kann es schwer einschätzen, es ist schwer einzuschätzen, aber ich denke, da die Spells vorzugsweise den Gegner treffen, sollte das hier eine sehr, sehr starke Karte sein, die bestimmt ziemlich frustrierend sein kann für den Gegner. Genauso aber auch wahrscheinlich ziemlich lustig für einen selber. Aber ja, ich glaube, ziemlich stark. So, die nächste wirklich witzige Karte, obwohl es eine Schurkenkarte ist,
Akama kennen wir ja alle. Alle, die Burning Crusade gespielt haben, kennen wir Akama. Ein 3-Mana, 3-4er mit Stealth, also mit uns Unsichtbarkeit. Also 3-Mana, 3-4, völlig okay Stats, ist unsichtbar, yo. Ja, alles tutti, kann man hinnehmen. So, er stirbt jetzt, er wird wieder ins Deck gemischt und dann kommt das hier mal raus. Ja. Und das ist mal, wow. Also erstmal, noch, ich sag nochmal, Leute, das Artwork. Absolut geil, geiles Artwork von diesen Prime-Karten. Gefällt mir mega. Permanently Stealthed. Also ein 6-Mana, 6-5er Diener, der immer unsichtbar ist. Dieser Diener ist immer unsichtbar und quasi nie angreifbar oder nie von Spells zu treffen. Außer natürlich von AoEs. Ich wage mir, wenn ich ehrlich bin, kein Urteil. Also, ich sehe für diese Karte zwei Möglichkeiten. Diese Karte ist am Ende doch schlecht, weil es einfach nicht so viel bringt, weil er dauernd, weil er einfach im AoE wegstirbt, weil irgendwie ein Silence daherkommt oder weil, ich weiß es nicht. Also, entweder das, die Karte ist einfach nicht gut genug, sie macht nicht genug Impact, es dauert viel zu lange, bis sie rauskommt. Und dann ist er erstmal unsichtbar und er macht nicht direkt was und wie gesagt, sie ist zu slow und sie wird nicht gespielt. Die Möglichkeit sehe ich. Oder aber er wird gespielt und er ist nervig und er ist da unsichtbar auf dem Feld und er haut dir jede Runde ins Gesicht und du kannst ihn einfach schwer wegmachen, weil du nicht die Möglichkeit hast. Ja, oder du musst ein dickes, fettes AOE benutzen, nur für Akama, weil du ihn sonst nicht wegbekommst. Also er hat Akama alleine auf dem Feld und du musst dieses AOE benutzen, weil es geht nicht anders. Du kommst nicht anders an dieses Ding ran und er wird dich irgendwann nach ein, zwei Angriffen töten, weil 6 Angriffe ist ja nicht so wenig. Ja, also super interessante Karte, super spannend, mal was ganz Neues. Hat aber auch das Potenzial, verdammt OP zu sein, finde ich. Oder verdammt nervig. Hat aber auch das Potenzial, völlig unterzugehen, glaube ich, und halt egal zu sein. Ja, ich bin kein Schurkenexperte. Die Karte ist interessant und ich bin sehr gespannt, wie sie sich entwickelt. Das auf jeden Fall. Ja, man wird sehen, wie viele AOEs es gibt für jede Klasse, um das zu clearen. Und wie oft, also ich meine, er kostet halt nur 6 Mana. Die Frage ist halt, wie oft kommt er bei 6, 7 oder 8 Mana aufs Feld? Oder um dann halt wirklich Impact zu haben oder sowas, ne? Das ist halt nicht so einfach bei diesem Prime-Diener, weil er erstmal vorher die erste Stufe sterben muss und dann musst du die zweite Stufe ziehen und so weiter und so fort. Ja. Aber selbst wenn du ihn gegen Ende des Games ziehst, irgendwie kurz vor Fatigue oder so, einige Games gehen ja auch gegen andere Control-X in Fatigue und du spielst ihn dann und der Gegner hat kein AOE mehr. Auch dann ist das eine Siegeskarte, sag ich mal, ne? Also ja, ich bin gespannt. Kann ich ganz schwer einschätzen, eigentlich gar nicht. So, kommen wir zu die Leute, die meinen Stream gucken und mich kennen, einer meiner Lieblingsklassen, dem Schamanen. Wir denken dran, der Schamane verliert Shadowbog, der Schamane verliert Hagata. Der Schamane hat es also echt nicht einfach. Und der Schamane bekommt Lady Varsh als Prime-Diener. Finde ich cool. Lady Varsh ist ein cooler Charakter. 3 Mana, 4-3er Stats. Völlig vernünftige Stats. Natürlich aggressiv. Ja, also interessant ist, dass die Stats aggressiv sind. 3-4 sind ja die passiven Stats, sag ich mal. 4-3 sind eher aggressive Stats. Ich weiß nicht, ob das einem schon in eine Richtung lenken soll. Hat auch einen Spell-Damage. Also, ja, 3 Mana, 4-3er Stats mit dem Spell-Damage. Das ist schon mal völlig okay. Und eigentlich ziemlich gut, kann man spielen. Ja, und wenn diese Karte stirbt, kommt Varsh Prime, wer hätte es gedacht? 7 Mana, 5-4er Stats. Das ist die erste Prime-Karte, wo ich sagen würde, die Stats sind jetzt halt eher schlecht. Also für 7 Mana, 5-4er Stats, das ist jetzt nicht sonderlich gut. Hat einen Spell-Damage und einen Kampfschrei. Ziehe 3 Spells, sie kosten 3 Mana weniger. Ja, wenn wir eins gelernt haben in Hearthstone, dass Mana-Cheat ein verdammt starkes Mittel ist. Und Card-Draw ist jetzt auch nicht das Schlechteste der Welt. Ich sag mal, man könnte jetzt ganz... Es ist ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, aber man könnte sagen, Lady Varsh ist so ein bisschen wie ein Galakrond vom Schurken in der kleinen Variante, in der Small-Variante. Also du spielst eine 7-Mana-Karte, ja, ziehst 3 Karten statt 4 und reduzierst ihre Kosten um 3, statt sie auf 0 zu setzen. Man muss aber natürlich sagen, viele Spells kosten ja gar nicht mehr als 3. Also wenn du einen Blitzschlag ziehst, wenn du einen Gewittersturm ziehst,
Ja, wenn du Fernsicht ziehst oder keine Ahnung, also viele Spells kosten nur 1, 2, 3 Mana. Das heißt, also theoretisch könnte man Lady Varsh in einem einigermaßen aggressiven Deck spielen. Einigermaßen aggressiv. Ja, man spielt Lady Varsh, sie hat einen Spell-Damage, sowieso schon. Du ziehst drei Spells. Zum Beispiel Blitzschlag, Blitzschlag, Lava Burst. Das wären 4, 4 plus 6. Das sind 14 Schaden, die du mal eben ziehst, die du direkt machen kannst. Klar, das ist alles sehr theoretisch. Du kannst die Lava Bursts und die Blitzschläge auch schon vorher ziehen. Du kannst Lady Varsh nicht ziehen, weil du sie ja erstmal bekommen musst mit der ganzen Prime-Geschichte. Aber rein theoretisch könnte sich das so sehen, dass man sie in einem spellorientierten Damage-Deck vielleicht spielt. Aber genauso gut auch, wenn du sie in einem Control-Deck spielst. Du spielst sie und ziehst Hagathas Plan für 2 Mana und Erdbeben für 4 Mana, die du dann in den nächsten 2, 3, 4 Runden spielen kannst für vergünstigte Kosten oder so eine Scheiße. Überhaupt hast du Karthor, Karthor ist nie schlecht. Also ja, allgemein Karthor ist nicht schlecht. Mana Cheat ist immer super nice. Du ziehst Spells, die dann direkt mit dem Spell Damage quasi Synergie ergeben. Also theoretisch, wie gesagt, Gewittersturm macht dann 3 bis 4 Schaden für 0 Mana, die man direkt spielen könnte. Ich halte diese Karte für nicht ganz so stark wie vielleicht den einen oder anderen Prime. Also die Karte ist nicht schlecht. Und wie gesagt, Mana-Reduzierung ist super. Vielleicht insofern, vielleicht ist die Karte stärker, als ich sie jetzt gerade mache. Aber ich glaube, es gibt den einen oder anderen Prime, der stärker ist. Und Lady Varsh wirkt jetzt nicht so für mich, als wäre sie jetzt der ultimative Game Changer. Weil sie setzt die Spells ja auch nicht auf 0 Mana. Was auch gar nicht sein muss. Ich hasse 0 Mana. Diese super Mana-Cheat-Kacke ist schlecht. Schlecht für Hearthstone, finde ich. Insofern, 3 Mana finde ich völlig okay und fair. Aber weil es halt nur 3 Mana. Das heißt, du ziehst zum Beispiel diesen 10-Mana-Spell vom Schamanen. Den ziehst du mit ihr. Dann kostet der immer noch 7 Mana. Ist natürlich viel, viel besser, logisch. Und du kannst ihn dann Turn 8 oder 9 spielen, vielleicht. Aber du kannst ihn halt nicht mal eben rauscheaten noch für 0 Mana oder sowas. Dann wäre sie super stark oder OP. Aber mit diesen 3 Mana, also wird. Ich bin gespannt. Ist auch eine interessante Karte. Wirkt auf jeden Fall nicht schwach. 3 Karten ziehen, reduzierte Kosten. Das ist stark, aber man muss sie halt auch erstmal. Man muss diese Lady Varsha erstmal bekommen, ne? Auch wie gesagt, du musst die erste Stufe ziehen, die muss sterben. Dann musst du die zweite Stufe ziehen und die musst du dann spielen. Also es ist auch alles nicht so einfach. Deswegen, ja. Aber der Effekt ist natürlich nicht schlecht oder er ist stark. So, kommen wir zur Kriegerkarte. Wenn ich ehrlich bin, ist das meine favorisierte Karte. Kargath Bladefist, ein 4-4er, 4-Mana-Diener mit Wash. Ja, 4-4, 4-Mana, 4-4 mit Wash, würde ich sagen, ist okay. Es gibt diesen Drachen. Es gibt diesen Drachen, der kriegt einen Angriff und Eifer, wenn du einen Drachen auf der Hand hast. Wenn man so will, hat Kargas einen Angriff weniger, aber dafür brauchst du keinen Drachen. Und dieser komische Schuppenwurm oder wie er hieß, dieser 5-4er mit Eifer, der war ja auch wirklich nicht schlecht. Und wie gesagt, der hat einen Angriff weniger. Aber er braucht halt auch keine Anforderungen. Du brauchst nichts auf der Hand haben für ihn. Insofern völlig okay und er macht halt auch direkt was. Ne? Er kann direkt über den Trade machen. Und das Wichtigste ist, was halt echt nicht schlecht ist, muss man bedenken, das gilt natürlich auch dann für die Hunter-Karte. Die Dinger haben Death Rattle. Das heißt, sie können gesilenced und gesheept werden. Wenn du aber Eifer hast, kannst du ihn spielen, direkt einen Trade machen, einen Diener traden vom Gegner und dein Diener stirbt auch direkt. Das heißt, du hast einen hundertprozentigen Tod und er mischt sich ins Deck rein, was du ja willst. Ne? Insofern, Eifer auf diesen Prime-Dienern haben, schadet nicht, weil du auf jeden Fall machen kannst, dass die Karte stirbt und sie nicht gesilenced oder gehext werden kann. Insofern, Rush ist schon ein Vorteil für diese Prime-Geschichte. So, er stirbt, er kommt ins Deck, du ziehst ihn und dann kommt dieses Monstrum bei rum. Ich habe das coole Artwork, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, oder? Ja, 8 Mana, 10, 10, super Stats. Eifer, also direkt Impact aufs Board. Und wenn du einen Diener tötest, kriegst du 10 Rüstung. Also 8 Mana, 10, 10er Stats. Mit Eifer, also kann direkt angreifen. Und noch ein super positiver Effekt, dass du dich um 10 heilst quasi. Und nicht nur heilst, sondern es ist Rüstung. Das heißt, auch wenn du volles Leben hast, kriegst du Rüstung. Also auch dagegen hilft's. Die Frage ist natürlich, wenn der Krieger wirklich geil werden sollte.
Und wenn der Krieger sich wirklich viel Rüstung macht, jetzt nur mal Utopie. Es gibt natürlich jetzt den Platebreaker, diese 5-Mana, 5-5er-Karte, die die Rüstung zerstört. Ich meine, damit man die spielt, müsste der Krieger schon unendlich gut sein und sich wirklich richtig viel Rüstung machen, damit sich die Karte lohnt. Insofern, hey, ob die wirklich gespielt wird, sei mal dahingestellt. Aber ja, 8 Mana, 10, 10er Stats, ist geil. Eifer ist geil, kannst direkt was traden. Das meiste wirst du sowieso natürlich töten mit den Stats, kriegst 10 Rüstung. Ja, und das ist der schlechteste Fall. Also dann ist der Gegner dran, dein Diener stirbt. Im anderen Fall überlebt der Diener die Runde vom Gegner und du kannst nochmal einen Diener traden und du kriegst nochmal 10 Rüstung, also 20 Rüstung bekommen. Zack. Also ja, super starker Diener. Ich meine, einerseits vielleicht in einem aggressiveren Deck auch spielbar, einfach weil er Rush hat. Also der eine hat 4-4 Rush, der ist 10-10 Rush. Insofern vielleicht sogar in einem Midrange-Deck auch spielbar. Keine Ahnung, vielleicht sogar in einem Galakrond-Worry spielbar, weil der ja auch sehr viele Karten zieht. Wenn es den Galakrond-Worry noch gibt in der Art, weil der Acolyte of Pain geht ja weg. Der sehr, keine Ahnung, aber wenn es das noch gibt, vielleicht wird er sogar darin gespielt. Ja, aber auch in einem Control-Worry natürlich, zweimal Rush, das heißt zweimal kontrollierender Diener. Dann noch dieser Rüstungseffekt, dass du dich dick heilst. Also in einem Control-Worry natürlich, ich denke, eine festgesetzte Karte, die man auf jeden Fall spielt. Ja. Ja, Freunde, das war's. Wir haben jetzt also 6 Diener besprochen. Von 4 Klassen fehlt der Prime-Diener noch. Sobald die dann bekannt sind, also sobald die letzten 4 bekannt sind, mache ich das zweite Video zu Prime-Karten und bespreche dann die anderen 4. Mein Fazit auf jeden Fall: geile Karten, super lustiges, super geiles Artwork und coole Mechanik, die mir sehr gut gefällt. Die meisten haben einen coolen Control-Effekt. Und alles Karten, die Karte vom Magier werde ich sehr gerne mal austesten. Den hier werde ich sehr gerne austesten. Lady Varsh würde ich gerne austesten. Ja, eigentlich würde ich so gut wie jeden mal. Schurke, ich bin ja kein großer Schurkenfan, okay, aber auch selbst die Schurkenkarte finde ich ganz interessant und lustig und bin gespannt, wie sie sich entwickelt. Ja, wir sind jetzt schon sehr lange. Ist ein sehr langes Video, sehe ich, okay. Ich hoffe, ihr langweilt euch nicht oder ich weiß nicht, ob sich das überhaupt irgendjemand zu Ende anguckt, aber ja. Cool. Sehr coole Mechanik. Ich freue mich auf die nächsten 4. Ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video und ja, haut rein.